Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map Rehbach vom lieben Kalle. Hallo. Ja, ich hoffe, ihr habt bisher auch einen schönen Feiertag. Ich hatte einen draußen was gemacht, drinnen was gemacht, bisschen geruht, wie es sich gehört. Ich hoffe, ihr macht auch die Dinge, mit denen ihr Spaß habt. Normalerweise mache ich immer einen Umzug hier am Feiertag hier, aber dies Jahr nicht. Nee, allein wegen meinem Krankenhaus gedönse sie da nicht und dafür machen wir anderes. Ja, unter anderem habe ich mich heute Morgen so ein bisschen mit Da Vinci Resort beschäftigt. Damit mache ich ja jetzt mehr oder weniger die Video, ja, Bearbeitung. Ich weiß nicht, ob man das in meinem Fall Bearbeitung nennen kann. Aber ich sag mal so, ich versuch's. Ja, ihr habt letztes Mal, glaube ich, mitgekriegt. Da haben wir Mist gefahren mit dem Kleinen. Seitdem ist viel passiert. Was haben wir gemacht? Ich habe Kalk geholt. Zwei Kipper voll. Jetzt haben wir etwas über, ja, wir haben über 20.000. Und die brauchen wir auch beim nächsten Mal. Also das ist schon mal da. Wir haben genug Dünger dafür das nächste Mal. In jedem Fall. Ich habe für den Sommer jetzt noch Heu und Stroh dabei gekauft. Und Mineralfutter. Und Hühnerfutter, wie man sieht. Ja. Das habe ich jetzt alles mal so offline gemacht. Dann habe zwischendurch immer wieder ein bisschen aufgenommen. Ah. Moin, Rita. Moin ist gut. 16 Uhr. Ist für jeden Studenten guten Morgen. Und nicht auch für uns hier. Ist ja schon später Abend fast. Ja. Und jetzt wollten wir uns mal drum kümmern. Ach so. Wollten wir uns mal drum kümmern, dass das hier am Hof so ein bisschen weitergeht. Ich glaube, ich brauche Wasser noch ein bisschen. Entschuldigung. Das wollte ich mir noch holen. Dazu wollte ich mir noch ein Fass mieten. Etwas Größeres. Da oben seht ihr die gekalkte Fläche. Das Feld haben wir gepachtet. An dieser Stelle nochmal lieben vielen Dank an den Rex Fido, der fleißig in meine Kommentare reingeschrieben hat. Entschuldigung. Und hat mich eigentlich auf die. Was denn jetzt? Ich bin schon wieder. Den ganzen Tag nichts gemacht. Ich nehme auf, fange ich an zu husten. Unglaublich. Der mich da auf den Pachtmod nochmal drauf aufmerksam gemacht hat. Den hatte ich am Anfang mal drin, aber hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Und da habe ich ihn damals rausgeschmissen. Oder ich kam nicht damit klar, irgendwas war da. Dafür habe ich meinen Kredit aufgestockt auf 150.000. Da eine Bearbeitungsgebühr und alles benötigt wird zum Pachten, habe ich das als sinnvoll erachtet. Und ich hoffe mal, wir kommen mit 150.000 raus. Also ich habe jetzt den diverse YouTube-Videos nochmal gesehen von Diego, von Hunsrück Agrar. Und der Diego zum Beispiel, der hat eine ganz andere Taktik hier auf der Karte. Der hat sich bis Anschlag verschuldet. Und will mal gucken, was passiert. Finde ich gut. Könnte ich sein. Davon abgesehen. Allerdings tue ich mir auch sonst nichts nachstehen. Ja, ich fahre überall gegen, mache irgendwas kaputt. Ja. Er hat immer seinen Opa am Hof, wa? Der da immer alles repariert. Ich muss mir noch einen suchen. Ja, so sieht's aus. Also Feld dazu geholt. Darauf haben wir Sojabohnen gepflanzt, weil ich finde, Sojabohnen gibt es das meiste beim Getreide, wenn was anders ist. Ich meine, die anderen nehmen immer was anderes. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich finde, Sojabohnen ist so der ertragreichste. Aber könnt ihr mir gerne meine Kommentare schreiben. Das wäre schon. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir doch mal. Oder gucken jetzt mal beim Händler, was mir so an Wasserfässern ergattern können. Sag ich mal so. Weil das Fass hier, das ist ja eigentlich nur für die Optik da. Ich meine, ist zwar auch voll, sind 1000 Liter, glaube ich, drinnen. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger für die Optik. Ich finde das schöner halt. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, natürlich
5, 6 Mal zu fahren, ja. Auch klar. Also schauen wir mal. Was gibt ihr denn Feines? Das hier waren ja nur die kleinen Sachen, ne? Zurück. Man hier Hänger bei. Hier waren Hänger bei. Das hört mir auf jeden Fall besser wie das. Wie das Original. Finde ich. WC-Tank. Der kämpft schon mal in der Auswahl. Mal gucken, was wir noch so haben. Tierhaltung. Da hätten wir noch. Die Fässchen finde ich auch immer ganz gut. Das ist ja normal, finde ich nicht so prickelnd. 4,9 Kubik. 4.900. Das hier ist auch so ein. Habe ich auch jetzt mal hier auf der Kuhweide gesehen. Da hat sich einer hingestellt da. Wo ich glaube, das ist mehr Arbeit, das Ding zu befestigen, wie alles andere. Damit die das nicht umwerfen. Damit die sich da dran steuern, das musst du schon gut fixieren. Ja, da gucken wir doch mal. Reifenhersteller, Reifenvariante. Oh, so finde ich schon immer am schönsten. Wir konnten ja auch anpassen. Wir konnten ja auch anpassen. Ja, Chrom sieht gut aus. Chrom. Hier so in die Schicht rein. Die Schicht rein. Anwenden. Oh. Anpassen. Ja, jetzt bin ich aber mal hier. Jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme. Ist rot. Anwenden. Ja, moin. Das ist schon was. Aber ich sehe gerade den Preis. 25.000. Tut mir leid, ich habe mich gerade entschieden. Ich habe mich gerade entschieden, das wird's werden. Sind hier die Hauptfarbe. Könnten doch hier ein bisschen was machen. Ja. Das müssen wir noch machen können. Ach komm, wir nehmen das mal so. Wir nehmen es mal so. 8.500 bin ich bereit zu zahlen. Mal gucken, wie das aussieht. So sieht das aus. Ja, man sieht nichts, was? Ja, ist so ein bisschen. Naja, man müsste vielleicht doch dann im Editor was machen, was basteln. Aber gut, ist in Ordnung so. Ich wusste nicht, dass ich den Trigger noch hingelegt habe. Ich habe gedacht, wir müssten mal zum Händler fahren. Aber gut, dann ist das nicht so. Wir haben Pet im, das heißt, wir müssen. Kein manuelles Ankuppeln drinnen. Wow. Das ist immer noch nicht dabei. So, dann wollen wir mal. Ich will hier ein bisschen höher sein.
Ah, wo war denn jetzt immer Wasser? Oh. Das war hier hinten runter. Ein bisschen langsamer machen. Ein bisschen jetzt gerade durchdrehen hier. Hier läuft auch kein Match, hier läuft nichts mehr rum, hier die Uhrzeit. Sind alle am Kaffee trinken. Doch, da ist eins. Hallo. Können wir ruhig mal ein paar mehr einbauen. Bisschen nackiger ging auch. Hier war der doch mit dem Wasser, genau. Ich glaube, so vom Fahren her ist hier tatsächlich der am meisten fährt und der große. Da leider hoch. Klappe zu. Dann könnten wir eigentlich hierher fahren. Hier ist aber was drin. Hier hat er was dran. Das nicht mehr. Immer zu spät Gas gegeben. Im dritten Gang ist er im Kämpfen. Nur da. Über unser Auto. Gibt's doch gar nicht. Wir sind auf gerader Strecke. Unglaublich. Hier grün fahren. Ach, wie schön stehen überall Traktoren. Ach, ist das was Schickes. Was kann, warum immer bei den Karten? Ich meine, wir haben ja hier unsere Deko-Pakete. Und da hab ich habe ja auch so eins mit Traktoren und so weiter. Kannst du ja auch alles machen. Schade ist eigentlich so, dass man hier die Modelle nicht, sag ich mal, jetzt irgendwo hinstellen kann, oder mal einen alten IHC oder so. Immer als müsste das normalerweise auch gehen. Meiner Meinung nach, oder? Weiß das einer von euch? So. Dann bringen wir euch mal ein Besserchen. So, mein Freunde. Na, nicht fortlaufen, wohl. Das ist mir so klar wie der Arm in der Kirche hier. Dass du jetzt an den Troch musst. Das ist nett. Ja, aber ich bin neugierig, wa? Ist ja auch klar. Es ist ja auch klar. Hier müssen wir schon, glaube ich, gut dicht dran fahren. Na komm, Elsbeth. Mach die Mücke.
Na? Was ist das denn? Genau, die Kühe angucken. Das gibt ja auch nichts hier. Ich habe das schon gesehen, dass das müssen wir schon relativ genau treffen. Hier los. Hier drauf ist doch noch Wasser, oder? Ja, Wasser wäre nicht schlecht. Das gibt's doch gar nicht. Ein Mühlchen. Ein Mühl. Unglaublich, ne? Ja? Oh, ich finde das schön hier mit dem Hahn. Ja, das sind so Sachen, boah. Da achten die Jungs drauf. Da achten die drauf. Das ist einfach nur herrlich. Ja, ich würde sagen, das langt erstmal. Das langt erstmal. Dann gucken wir mal, ob wir hier so zurechtkommen. Aber gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch für eure Abos, eure Likes. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid beim Chaotischen wieder hier. Und würde sagen, einen schönen restlichen Feiertag und bis demnächst. Ciao, ciao.